Techniker werden bessere Verkäufer, eine Anleitung für IT-Systemhauschefs. Mein Seminar und mein Webinar zu diesem Thema. Es ist doch ein Phänomen. Techniker in einem IT-Systemhaus, die können 8 Stunden am Tag draußen beim Kunden sein, man schaut ins Ticketsystem, nur 3 Stunden davon wurden aufgeschrieben. Das ist in ganz Deutschland so. Zweites Phänomen aber ist das Thema Verkaufen. Habt ihr einmal eure Techniker gefragt, was sie vom Thema Verkaufen halten? Die meisten eurer Techniker werden sagen, Verkaufen, jemand etwas andrehen, scheint tatsächlich etwas Ehrenrühriges zu sein. Seid ihr sicher, dass eure Techniker draußen immer den Bedarf beim Kunden erkennen und darüber hinaus, dass sie ihn auch gezielt ansprechen, oder ist das eher selten der Fall? Früher habe ich es so gehandhabt bei meinem System aus Exabyte, dass ich gesagt habe, okay, Techniker lasse ich am besten gar nicht verkaufen. Ich habe eine eigene Vertriebsabteilung aufgebaut, aber das ist auf Dauer sehr teuer. Wir waren irgendwann mal auf einem Punkt, dass auf jeden Techniker ein Vertriebsmitarbeiter kommt. Das ist viel zu teuer auf Dauer. Also haben wir einen Prozess durchlebt, der ging bei uns über 2 Jahre und ich bin 2 Jahre lang auch zusammen mit meinen Technikern phasenweise rausgefahren als Praktikant und habe denen zugeschaut, wie diese draußen beim Kunden interagieren. Ich bin also als Praktikant unterwegs gewesen, auf dem Namensschild stand Praktikant Mike Bergmann. Und daraus habe ich eine Methode entwickelt und diese Methode gebe ich euch in meinem Seminar an die Hand. Diese Methode ist nämlich der sichere Weg, wie ihr es doch schafft, aus euren Technikern gute Verkäufer zu machen und zwar zumindest für Managed Services, für Lösungen, die ihr von einer DIN A4 Seite runterverkaufen könnt. Es geht erst einmal darum, bei den Technikern das Mindset auszutauschen, dass sie nämlich wegkommen vom Thema Verkaufen ist etwas Böses, sondern wie werde ich zum Retter und Helfer für meine Kunden. Das ganze Seminar ist so aufgebaut, dass ihr dort eine PowerPoint bekommt, auch Unterlagen bekommt, damit ihr diese Schulung auch ganz einfach selber bei euch im Hause abhalten könnt, um eure Mitarbeiter auf die Reise mitzunehmen. Es geht um die richtige Form von Gesprächsführung mit ganz einfachen Trainings. Und es geht darum, den Mitarbeitern Werkzeuge in die Hand zu drücken, mit denen sie auch direkt draußen beim Kunden Lösungen verkaufen können. Bei uns heißt das Modell Lösungsflyer. Über 20 Managed Services bei uns sind auf je einer einzelnen DIN A4-Seite zusammengefasst und können dann direkt vom Techniker verkauft werden. Das Ergebnis, nachdem ihr das Seminar besucht habt oder das Webinar, ihr habt dann alle diese Werkzeuge an der Hand, könnt euch mit euren Technikern in mehreren Sessions zusammensetzen und ihr werdet begeistert sein, wenn nämlich Folgendes passiert, was auch bei uns passiert war. Bei uns war es eines Tages so, dass ein Azubi im zweiten Layer zu mir hereinkam, nach einem Tag, den er draußen unterwegs war, und er knallte mir 5 Zettel auf den Tisch. Und was war es? Es waren 5 kleine Managed-Service-Verträge, die dieser Azubi selber draußen beim Kunden verkauft hatte und war damit sogar erfolgreicher als sein Senior-Techniker, mit dem er unterwegs war. Wie das genau funktioniert und wie ihr es dann wieder schafft, auf eine kleinere Vertriebsmannschaft zu kommen und wie ihr das dann schafft, dass die meisten Managed Services wirklich von euren Technikern verkauft werden, zeige ich euch in meinem Seminar Techniker werden bessere Verkäufer, eine Anleitung für IT-Systemhauschefs.